Hi, ich bin Tobias Döberl, ich bin Künstler und heute zeige ich euch mein Archiv. Es ist keine offizielle Ausstellung, es wurden keine Einladungen versendet und es gab auch keine Vernissage. Zugriff auf diese Ausstellung habt ihr nur über dieses eine Video. Dann schauen wir uns das einmal an. So, wir starten gleich beim ersten Bild. Das war eines meiner ersten Werke. Ich reichte es mit 5 anderen Bildern bei dem Young and Art Preis 2008 ein. Dann gehen wir zur nächsten Serie. Besteht aus 3 Bildern. Ist es aus meiner Vögelserie. Das heißt Papagei, Blauracke und Tukan. Ich habe nicht die Vögel gemalt, sondern ich habe ihre Vogelfedern auf der Leinwand wiedergegeben. Wir kommen zu den nächsten Bildern. Es sind diverse Werke, die an unterschiedlichen Sommerakademien entstanden sind. Das hier war Steyr 2011. Diesen stand 2013 in der Sommerakademie Traunkirchen. Und die 2 Bilder hier entstanden 2016 in der Sommerakademie in Salzburg, wo ich mit dem großen Bernhard Martin zusammenarbeiten durfte. Okay, dann kommen wir zum nächsten Kunstwerk. Es ist ein Bild aus meiner Ägypten-Serie. Hier wird die Mystik der ikonischen Figuren noch einmal mit abstrakten Elementen unterstrichen. Dann kommen wir zu einem etwas neueren Gemälde. Es stammt 2016. Das Gemalte wurde auf einer Pinnwand fixiert. Ein Wollfaden geht durch die ganze Komposition hindurch. So unterstützt der Faden in der Außenwirkung noch einmal die Komposition und hebt sich von der gemalten Bildfläche ab. Dieses Kunstwerk, Behind the Picture, entstand 2016 und spielt mit der Idee, was sich hinter der Leinwand theoretisch verbergen könnte. Dieses Bild reagiert auf Bewegung und spielt dann dazu eine Musikspur ab. Es entstand 2016 und gehört zu meiner Meme-Serie. Dieses Bild entstand 2016 und gehört zu meiner Color Drop Serie. Es ist egal, aus welcher Perspektive man hinsieht, es entsteht immer ein anderes Bild und der Hintergrund verändert sich je nach Wandfarbe. So, wir kommen jetzt zum letzten Bild, was ich euch zeigen möchte. Es entstand 2015, es heißt Die Bar. Da seht ihr zwei Herren, die sich gut gehen lassen. Ein Getränk wurde hier ausgeschnitten und in einer ganz anderen Stelle des Bildes platziert. Was passiert, wenn Bildobjekte einfach ihren gewöhnlichen Raum verlassen und woanders auftreten? Das Bild bekommt dadurch einen komplett anderen Kontext. So, das war's. Danke fürs Reinschauen. Den Link zu meinen Bildern findet ihr unten in der Beschreibung.